Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play Mass Effect Andromeda. So, wir sind hier nur kurz vor dem Ziel stehen geblieben, hatten hier ein nettes Gefecht. Da sind auch wieder Gegner. Da ist auch Munition. Ich glaube aber, da muss ich gar nicht hin. Nee, ich muss rechts entlang. Also dahin. Hier nicht irgendwo noch ein Drop-Pod da oben. Meine Munition ist niedrig. Das ist nicht so cool. Da ist ein Behälter, würde ich sagen. Ja. Check. Ja, bis jetzt macht das Spiel immer noch Bock. So. Wie weit habe ich noch zum Drop-Pod? Eigentlich gar nicht. Ich müsste ich nicht runterfallen. Wachsam bleiben. Wir wissen nicht, was da unten ist. Vertrauen Sie keinem Ding, das von den Relikten kommt. Schon gar nicht Ihrem Riesengraben. Ich will eigentlich nur das meinen. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Hin, ja, tatsächlich. Kampfbereit machen. Thank you.
Oh, guck mal da. Wo geht's denn da überhaupt entlang? In die falsche Richtung, würde ich sagen. Schade, der zerfällt sofort. Ich sollte dringend, wenn ich überhaupt da hochkomme. Dass jedes Mal diese Seite aufgeben muss, nur weil ich was aufhebe, ist schon ein bisschen nervig. Ich frage mich, ob ich jemals wieder da bin. Will ich da überhaupt rein? Ins Wasser? Ich weiß es nicht. Okay, ich habe wieder Munition bekommen. Okay, ich bin auf jeden Fall. Wie komme ich denn da oben hin? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall krass. Pathfinder, das hier scheint angaranisch zu sein und sehr alt. Ja.
jetzt hier irgendwo normale Munition? Altes Raumschiff-Cockpit. So, nü. Gib einen Schritt der Folgemission an, der nicht auf dem Moment sie werden kann. Okay. Wir haben Ziele! Okay, wir haben wieder... Also Grafikfehler gibt es ja auch, wie wir gerade gesehen haben. So, um eine erhöhte Position zu kämpfen zu finden. Hier ist wieder ein netter Kollege. Ich bin gerade gestorben, ja. Ich bin heroisch im Kampf gefallen. Das war nicht so cool. Ich wollte die nur drei Schuss. Wir haben Gesellschaft. Komm raus. Kriegst du schön ein neues Loch. Ist da einer? Ja. Ja, das scheint ein Scharfschütze zu sein.
der irgendwas hinterlassen? Also Munition wäre schon cool. Meine Fresse. Gleich habe ich gar keine Munition mehr, wenn es so weitergeht. Junge, Junge, Junge. Ich glaube, ich bin zu weit gelaufen. Ja, bin ich auch. Jetzt richtig, ja. Muss ich denn laufen? Na, nicht weit, dann mache ich das auch. Gerade sagen, da fliegt doch irgendwas her. Da fehlt er. Was? Wir versuchen es später nochmal. Da fehlt irgendwas, sagt er. Ein Behälter. Wie viel Nickel die hier haben. Da muss ja ein Nickel schwimmen. Ich hoffe nicht bald auch, wenn das so weitergeht. Okay, das scheint ein Kampf zu werden. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Wurde mein Gerät weghalfter. Mein Gerät, meine Waffe natürlich.
Broker-Angriff. Moment, sind das Turianer? Das sind Nathanos-Uniformen, Pathfinder. Die Turianische Arche. Das ist eindeutig. Gegner. Alle erwischt. Oh, die haben nichts liegen lassen. So, wer ist der Anführer? Da hinten ein Datenpad. Login Torix Arus. Neuer Eintrag. Diese Dinge haben wir wieder angegriffen. Die Aliens. Es vergehen keine zwei Tage ohne einen Hinterhalt. Und wenn es nicht die Aliens sind, sind es diese verdammten Pflanzen. Sie vergiften uns oder zerstören das bisschen Ausrüstung, das wir finden können. Ich denke dauernd an die anderen Arschen. Vielleicht ist es ihnen besser gegangen und sie planen schon eine Rettungsmission. Aber hoffentlich sind es nicht die Menschen. Die arroganten Mistkerle würden ewig damit angeben. Ja, damit hat er nicht ganz unrecht. Es könnte durchaus passieren. Hey, Erinnerungsauslöser. Noch ein Erinnerungsauslöser? Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Da ist noch ein Datenpad. Pavefni Perari, neuer Eintrag. Irgendwas stimmt mit diesem Planeten nicht. Pflanzen schießen hinter einem aus dem Boden, die Bäume flüstern. Und ich schwöre, dass uns noch etwas anderes beobachtet als nur diese Aliens. Ich danke den Geistern für den Spectre. Wenn wir überleben, dann nur wegen Avitus. Spectre? Sind das nicht diese ultra starken Sondertypen? Ja, das ist er. Was ist denn jetzt? Ein Bauchschuss. Äußerst schmerzhaft. Ach, statt dem. Danke für Ihre Hilfe. Mein Name ist Avitus Rix. Tut mir leid, wenn meine Methoden ein wenig extrem erscheinen. Das Leben als Zivilist ist schwierig. Scott Ryder, ich bin der menschliche Pathfinder. Waren Sie früher Soldat? Ich war Inspector. Special Tactics and Reconnaissance. Ich habe 15 Jahre lang die Drecksarbeit für den Rat erledigt. Sie sind es also gewohnt, sich über das Gesetz zu stellen. Tja, ein Glück, dass es in Andromeda keine Gesetze gibt. Ich bin zur Initiative gegangen, um mich zur Ruhe zu setzen. Dann ist die Nathanos auf die Geißel getroffen und bam, ich bin hier wieder aufgewacht. Was ist passiert? Wo ist die Arche? Keine Ahnung. Ich musste mich selbst aus meiner verdammten Stase-Kapsel befreien. Ein solcher Absturz hätte sie töten können. Diese Kapseln sind stabiler, als sie aussehen. Der Großteil der turianischen Population wird noch vermisst. Darunter auch Mason, unser Pathfinder. Allerdings wurde Sam nicht auf mich übertragen, also lebt er noch. Ich weiß nur nicht, wo er ist.
Auf der Nexus leider nicht. Das muss nichts heißen. So wie ich Mason kenne, ist er irgendwo da draußen und sucht nach mir. Mason hat Andromeda sein Leben gewidmet. Er ist zu stur, um jetzt zu sterben. Das hoffe ich. Wir brauchen jeden Pathfinder, den wir finden können. Die Trümmer- und Stase-Kapseln der Nathanos sind über den gesamten Sektor verteilt. Unter uns gesagt, irgendetwas werden wir schon finden. Das ist eine gute Frage, was wir jetzt... Die Siedler hier brauchen ihre Hilfe. Ich bin nur eine Notlösung. Mason ist derjenige, den sie brauchen. Hier ist meine Frequenz. Melden Sie sich, wenn Sie etwas finden. Überlebenden, okay. Was, ja. Ein Behälter. Okay. Hier ist jemand, mit dem ich reden sollte. Drusa. Ich kann nicht glauben, dass das wirklich passiert. Ich dachte, wir würden für immer hier festsitzen. Oder bis die Aliens uns umbringen. Wir haben dieses Lager aus den Resten unserer Stase-Kapsel gebaut. Wenn wir gehen, können wir das Wrack nicht zurücklassen. Da draußen liegen Trümmer, an die wir nicht rangekommen sind. Wir müssen sie mitnehmen. Alles von dem Absturz gehört der Initiative und kommt mit ihnen zurück zur Nexus. Gut. Wir wissen nicht, was noch intakt ist. Ich will nicht, dass feindselige Aliens etwas davon gegen uns einsetzen. Falls Sie irgendetwas von der Arche Nathanos finden, markieren Sie es zur Bergung. Oh, und danke. Aber natürlich. Ich habe ja sonst nichts zu tun in meinem Leben. Also, dass der meine Familien... Heiliger Wimbaum. Na dann, legen wir mal los. Okay, das ist unter mir und das ist interessant. Da ist noch ein bisschen Nickel. Dann machen wir uns auf den Weg. Gegner? Na, ich dachte, wäre was. Woher kommen denn die Gegner jetzt wieder? Ich will mal gerade... Oder das kann ich gleich machen. Da ist ein Behälter. Den nehmen wir natürlich auf. Können wir das Ding... Nein, können wir nicht. Aber da war doch... Nee, da war nichts. Ja. So, damit vermeiden wir das hier. Trümmer der Arche Nathanos zur Bergung markiert. So, da hinten sind auch noch ein paar Trümmer. Schon wieder? Ich war doch schon hier. Aber anscheinend kommen die wieder. Da kommen sie! Thank you.
heilen. Aber dieses Vieh ist echt übel. Wenigstens hinterlässt es Überreste. So, ich mache hier mal einen kurzen Cut. Bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Mal bei einem weiteren Let's Play Mass Effect Andromeda.